Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spellforce. Auf der zweiten Ebene von Sharrow. So, ja. Erstmal die Zauber, genau, das hatte ich nämlich in der letzten Folge vergessen. Hehehe. Den wollen wir auf jeden Fall. Den wollen wir immer haben, Mann. Das ist das Geilste, was es gibt. Gab es hier eigentlich noch irgendwas, was ich reinpacken musste? Ich glaube nicht. Stufe habe ich schon gut. Stufe 12. Stufe 12. Sehr schön. Das ist eine Verbesserung. Ich kann hier einfach mein Nebel-Eisschild machen. Stufe 12, Zone des Lichts. Genau. Mensch. Das ist ja wunderbar. So, jetzt noch die Runen. Genau, ich hatte nämlich die Dunkelelfenrune vergessen. Und das wollen wir ja nicht machen. Am Ende des Let's Plays wollen wir überall das Beste haben. Deswegen töte ich jetzt ganz herzlich mal Dunkelelfen. Und wir gehen zu den Geistern, weil ich keinen Bock habe, dass die mir nachher wieder reinrennen. Und ich habe schon wieder die Striche, aber egal. Der Strich gehört wohl einfach dazu. Auch wenn er mich nervt. Ja komm, die machen wir zu zweit. Das könnte jetzt dauern. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Vor alledem, weil ich keine Ahnung habe. Wie viel diese Hose hat. Na wunderbar. Aber heute. Das ist ein Hinterhalt! Halten! Runenkrieger, zu mir! Das ist eklig. Wenn ich für zwei Typen schon so lange brauche. Ich will das eigentlich echt nicht machen müssen, aber ich fürchte, ich muss es. Doch erst mal drüber. Ansonsten müsste ich wieder wegschalten und das dauert dann wieder. Ach komm. Nee, ihr seid schon gestraft genug. Die killen wir halt mit der Armee und dann. Halte ich jetzt erstmal auch schon nach dem Elfenmonument, weil ich gerne Elfen hätte. Muss ich sagen. Keinen Bock auf Menschen. Wobei die hier super stark werden. Obwohl ich erstmal. Ich glaube, ich werde erstmal erkunden, wie es denn hier so aussieht und dann. Mal schauen. Ach ja, und natürlich, grüner Tee steht neben mir. Bevor mich irgendjemand fragt. Das Mondsilber. Ich könnte auch Zwerge machen. Das Eisen. Das Elfenmonument nehme ich mal an. Ja. Derp. Derp, 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 derp. Da ist Aria, da sind die Beeren. Die sind aber sehr gefährlich. Nee, für die Nahrungsproduktion würde ich Menschen benutzen. Da oben sind Eiserne. Einmal ein bisschen erkunden, weil ich nicht. Die zweite Ebene kannte ich echt nicht mehr so vom Aufbau her. Da sind Eiserne. Oh, aber jede Menge. Eiserner Kommandant. So, das ist natürlich hart. Aber es ist eine Einlage? Nein. Hier gäbe es Fische, aber. Nee, noch Getreidehöfe bei den Menschen, das ist das Beste, was ich machen kann. Da gäbe es noch Stein und Hügel.
Da ist das Tor hoch, genau. Das heißt, hier werde ich den Rest finden. Dort. Das wäre... Das ist aber sehr ungünstig. Hier kann ich deffen. Da kann ich deffen. Das stört mich tierisch. Das mache ich so. Ich möchte die nicht mit der Armee machen müssen. Nein, aber ich möchte es euch auch nicht zeigen müssen, weil das zu lange dauern wird. Deswegen schalte ich einfach wieder rein. Wenn ich die fertig habe, dann bauen wir weiter, ne? Also, bis gleich. Und herzlich willkommen zurück dann. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Der Diamant, der einzige des Spiels, glaube ich. Halber oktagonaler Schlüssel, die andere Hälfte wird dann, nehme ich mal an, von wem anders beschützt. Und ich kann auch schon raten, von wem. So. Wir brauchen sowohl Menschen als auch Elfen. Ich werde jetzt erstmal 5 Menschen für den Stein, den können sie dann schon mal ordentlich sammeln. Und den Rest werde ich halt bei den Elfen ausgeben, weil sonst geht meine Runenkraft wieder viel zu schnell runter. Sieht man ja jetzt schon, wie schnell die runtergeht, 4% immer. Das ist hart, das ist hart. Hier bin ich. Wir holen schon mal Steine. So, das Elfenmonument. Verzeihung. Übrigens sieht man jetzt hier oben schön, wie sich das aufteilt, wenn man beide Fraktionen auf einer Karte hat. Die etwas dunklere Zahl sind natürlich dann die dunklen Völker und die hellere Zahl sind dann die Völker des Lichts. Weil die wollen halt nicht teilen. Ist verständlich, ne? Ist sehr verständlich. Na komm. Jede Menge bunte Elfen. Ach ne, das waren Smarties, nicht Elfen. Die Menschen brauche ich für die Getreidefarm. Weil die eindeutig besser sind als das, was die Elfen zu bieten haben. Die Elfen möchte ich halt für die Truppen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, ich möchte Wanderinnen haben. Na gut, und ich brauche Eisen. Das können die Menschen mir auch liefern. Zur Stelle. Das ist nicht weit. Das ist mir eine Ehre. Sprecht. Zum Ruhme Ariens. Was ist euer Begehr? Zum Ruhme Ariens. Was ihr wollt. Wir machen jetzt erstmal wilde Durcheinanderproduktion. Holzfällerei und so ein Quatsch. Zur Stelle. Schon unterwegs. Meine heilige Hauptsache, Pflicht, ja? Jeder hat irgendwas zu tun. Meine heilige Pflicht. Zur Stelle. Meine heilige Pflicht. Die Rune ruft dorthin, wie ihr wünscht. So. Zur Stelle. Das sind die ersten, die fertig werden. Die werden dann Holzfäller. Da unten sind, glaube ich, ein paar mehr Bäume. Genau. Hier ist es wesentlich schöner. Sprecht. Zum Ruhme Arin. Ich eile. So sei es. Das nächste, was ich brauche, ist ein Haupthaus. Dann ein Förster, eine Sägemühle. Und dann brauche ich ein mittleres Haupthaus und einen Meisterholzfäller. Ja, ich eile. Zum Ruhme Arins. Zur Stelle. Es ist mir eine Ehre. Ach, Mann. Ist, glaube ich, relativ simpel zu verstehen. Weil ich scheiße viel Holz brauchen werde. Sprecht. Ich eile. Zum Ruhme Arins. Und da Holz an Bäumen wächst, können wir es uns auch leisten. Ist das nicht was? Die Rune ruft, wie ihr wünscht. Ja, sofort. Ihr baut mal ein kleines Haupthaus. Wie ihr wünscht, ja. Zum Ruhme Arins, was ihr wollt. Wie ihr wünscht. Ihr helft da mal mit.
Ja, auf der Stelle. Damit es schön schnell geht. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. Förster. Schon unterwegs. Ist mir erstmal das Wichtigste. Bevor ihr meine Bäume nicht widerstehen, mache ich gar nichts. Sprecht, auf der Stelle. Hundert für eine Sägemühle, ne? Jo. Nein, das waren 100. Warte, dann kann ich die schon mal losschicken, die bauen dann die Sägemühle. Ich eile. Ich brauche noch einen Leniersammler. Das war ganz früh möglichst. Ja? Oh, hab ich das jetzt tot? Naja, egal. So. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Leute überhaupt brauche, aber... Herr der Rune, kein Problem. Ihr dürft euch einen Steinbruch bauen. So gut bin ich dann doch gerade noch. Das Bauwerk ist vollendet. Ein paar Menschen aber dahinterher schieben. 11 an der Zahl. Ich möchte möglichst früh die Nahrungsproduktion beginnen, weil das immer so lange dauert bei Getreidehöfen. Ja, ja, du hast mich entdeckt. Du bist toll. Ich musste gerade mal wieder ein längeres Gespräch führen, deswegen musste ich kurz weg. Das Bauwerk ist vollendet. Die Rune schon ruft? Unterwegs. Dorthin. Ich eile. Was ist euer Begehr? Ich hätte gerne einen Frühhändler hier. Rasch! Weil ansonsten scheiße. Was, wo war der? Da war er. Ah, Mann, so. Jetzt sind sie wieder. Diese Spannung bei den Aufbaufolgen ist. Sprech dorthin! Irgendwie. Ich weiß nicht. Find's eigentlich immer schade, dass sowas sein es muss. Es ist mir eine Ehre. Die Rune ruft? Auf der Stelle! Was Mut hat Mut, ne? Da kann man nichts gegen machen. Könnte ich noch einen bauen? Das brauche ich ja, glaube ich. Wohl, warte mal. Doch, ich will ein paar Eismagern, will ich, glaube ich, auch haben. Und Druidinnen, also. Ja, doch, Druidinnen möchte ich auf jeden Fall. Brauch noch alles, sonst habe ich ganz vergessen. Zu Diensten. Aber erstmal möchte ich da jetzt die Nahrungsproduktion anfangen. Bevor ich mein Leben lang nichts anderes mehr mache. Drauf zu warten. Das Bauwerk ist vollendet. Hier bin ich. Quatsch, das noch nie. Hier, das ist das Haupthaus. Wo haben wir gerade oben? Oh, da hinten passt es auch rein. Schon dabei. Unschuldig in die Ecke geklatscht. Was ist euer Begehr? So, jetzt kann ich das abreißen, glaube ich. So. Sprecht. Ich eile. Lauf bitte mal. Rasch. Das ist nicht weit. Ihr beiden. Ja, auf der Stelle.
Stupid auch nicht. Na. Sind die da jetzt unten? Ja. Sprecht. Jetzt setzt sie sich da natürlich hin. So. Meisterholzfäller. Das behebt unsere Probleme. Und unsere Holzengpässe hoffentlich auch. Und nur gerade gucken, haben sie es fertig gebaut? Die haben es fertig gebaut. Verfügt über mich. Ein Nahrungslager. Hier ist Platz, hier ist gut. Das ist gut. Das ist perfekt. Ja, Kleiner, du bist toll. Hier hast du einen Keks. Hier bin ich. So muss ich auch mal die Eisenproduktion langsam aber sicher beginnen. Mit Schmelze und Mine und allem drum und dran. Oh, und es ist Zeit für einen Keks. So. Das ist die Kekspackung. Öffnen. Was bei einem Zugpackung, bei der unglaublich schwer ist. Naja, so in der Art. Wir werden angegriffen! Wenigstens kann ich es jetzt öffnen. Das ist doof. Das habe ich. Brauche ich beide Hände für die Kekspackung. Die ist wichtiger als das Spiel. Mann. Habt ihr kein Mitleid? So, jetzt ist alles gut. Jetzt kann ich mir auch einen Keks nehmen. Einer von diesen großen Keksen. Ich hoffe, man hört es nicht zu deutlich. Aber es muss sein. Mach das Mikro sonst kurz mal hoch. Verfügt über mich. Dann los. Auf geht's! Schon auf dem Weg. Wird sofort erledigt. Dorthin. Das ist nicht weit. Ich eile. Zur Stelle. Es ist mir eine Ehre.
Kekse auf. Ja, das sind große Kekse. Sehr große Kekse. Stellt euch mal die Größe einer... Naja, etwas größeren Männerhand vor. Obwohl, warte mal. Ja, also die Handfläche. Das Bauwerk nicht ist die vollendet. Als Durchmesser. Ja, es passt. Bisschen größer als meine. Runenkrieger, zu mir! Zu Diensten. Du Schmelze, wo haben wir dich? Da haben wir ihn. Da haben wir die Schmelze, haben wir da. Genau, die haben wir. Hier haben wir. Packen wir denn da hin? 14 Elfen. Wozu habe ich eigentlich so viele produziert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche noch einen Linien-Sammler. Habe ich beschlossen? Genau. Jetzt kann ich ja nochmal 1, 2, 3, 4, 5 für... Will ich noch einen zweiten Förster da unten? Nein. Will ich noch einen zweiten Meister als Fälle? Eigentlich ja. 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 Rasch. Ja, wollen wir. Sonst ist es uns nicht schnell genug geht, glaube ich. Dann kann ich eigentlich auch noch einen neuen Förster bauen, noch einen weiteren und dann... Haben wir wieder eine gute Population. Ja, ja, ja. Das gefällt mir. Das ist ein guter Plan. Vor allem darf ich jetzt nicht mehr viel länger brauchen, denn mein Tee ist bald alle. Das Bauwerk bald ist ein vollendet. Relativer Begriff in diesem Zusammenhang. So, hier kommt ein Förster. Passiert hier irgendwas? Nein? Merkwürdig. Okay, wenn die alle auf einmal kommen, bin ich tot. Da freue ich mich lieber drüber, dass es nicht passiert. So, Mine. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Wird sofort erledigt. Ja, Gimli, wir lieben dich. Oh, wie sehr wir das tun. Ist ja auch faszinierend, mit was für einem Tempo die hier arbeiten. Die Meisterholzfällerinnen sind echt Meisterholzfällerinnen. Das Bauwerk ist vollendet. Ich meine, die gucken einen Baum schief an und boom. Das Bauwerk ist vollendet. Schon haben sie das Holz. Oh fuck. Das ist ein Hinterhalt. Nein, ich bin nicht daran interessiert, irgendwas zu kaufen. Teppiche. Zu mir. Staubsauger auch nicht. Haben wir genügend. Beides. Teppiche und Stoff. Das ist ein Hinterhalt. Und ich brauche auch keine Eisennägel, Werkzeuge, Uhren, Taschenlampen, Sonnenbrillen, Rosen, Hosen, Dosen. Standhalten, Männer! Ich weiß, da gibt es noch so viele Sachen, die sich gefallen. Ach, ich finde, wir heilen uns mal. Runenkrieger, zu mir! Mädel, du musst einmal treffen und alles ist gut. Nein, jetzt. Das ist ein Hinterhalt! Eine schlechte Pose, muss man sagen. Während des Schlages ist ein Start. Das ist ein Hinterhalt! Und dort. Vielmals ist gut, schwer. Das sind zwei langweilige Sachen. Und den. Ich will die richtig fetten Dinge, Alter. Das, wofür ich hergekommen bin. Nicht diese lächerlichen. Naja. Also. Ne? Genau, die Schützenhalle brauche ich. Das könnte wieder länger dauern. Ich möchte einen Snickers. Nein, brauche ich nicht. Mein Tee ist für alle, aber keine Snickers. Bevor jetzt mein PC... Eben hat mich Avira rausgeschmissen. Dann muss ich den ganzen Teil nochmal neu drehen. Deswegen ist mein Tee auch schon soweit alle. Jetzt speichere ich erstmal wieder. Bevor mir das schon wieder passiert. Weil das halt hart ärgerlich ist immer. Und ich vergesse immer, dass Avira automatisch anspringt. Ich habe das... Dorthin, wie ihr wünscht.
auf automatisch Prüfung um 12 gestellt, was ich normalerweise auch einfach machen lasse, ist ja kein Problem. Nur schmeißt mich das Ding aus solchen Dingen wie Spellforce sofort raus. Aus manch einem anderen Spiel lustigerweise nicht. Ja, Holz haben wir auf jeden Fall genug. Das ist gut, das gefällt mir. Ich würde euch dann noch die ganze Produktionssache ersparen. Muss ich sagen, also, ne? Wenn wir so mal so weit sind, dass wir die Gebäude fertig haben, dann seht ihr ja, was ihr ungefähr braucht. Dann werde ich produzieren und dann, ja, dann machen wir die Invasion im Westen. Im Westen nichts Neues, wenn ihr versteht, was ich meine. Und, ja, dann... Kriegsbehälter hier rüber. So, jetzt kann ich auch wieder sehen. Wie die laufen. Das ist irgendwie so... Wie diese Aufzieh-Roboter. Die Aufziehfiguren sollte man ja sagen, sind ja nicht Roboter unbedingt immer noch. Das Bauwerk ist vollendet. Ist ja auch einfach mechanisch sozusagen. Na komm, noch eine. Standhalten, Männer! Windschütze verschießt Eisfall. Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ich mache einfach Frontalschaden. Eisenlager. Ja. So bauen sei wir mal es. Neben der Mine. Ich glaube, das ist neben der Mine unter Schmelze. Ich glaube, das ist ganz passend. Was brauche ich eigentlich noch? Waffenkammer, okay. Und eine Schule der Alten und ein Alien-Nein, okay. Das lässt sich machen. Das lässt sich einrichten. Weil ich die Druiden, glaube ich, gar nicht brauche. Ich habe ja sie. Und ich kann sie mitschicken, weil ich nur eine Front habe. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das machen wir auf jeden Fall. Juhu, die Nahrungsproduktion beginnt. Bevor ich überhaupt Einheiten habe. Aber das ist gut. Jetzt zahlt sich das Ganze endlich aus. Geduld ist auch etwas, das muss man bei dem Spiel echt haben. Ohne Geduld, da kommst du echt nicht weit. Das dauert mir zu lang. Das dauert mir echt zu lang. Ein Förster schafft genug Holz, aber wir wollen natürlich ein schönes bewaldetes Gebiet haben. Da brauchen wir noch einen zweiten auf jeden Fall. Wir sehen den Bäumen beim Wachsen zu. Ich könnte das den ganzen Tag machen. So schön beruhigend. Die wiegen sich so sanft. Zur Stelle. Das ist nicht weit. Bäumchen und dann werden sie größer. Sofort. Ich eile. Größe. Dorthin. Das Bauwerk ist vollendet. Warum habe ich jetzt nochmal ein Regal? So sei es. So, die Rune schon unterwegs. Schon mal. Die fangen schon mal mit den Produktionsgebäuden an, finde ich. Ja. Ganz sicher. Passt da noch einer rein? Nein, natürlich nicht. Es ist mir eine Ehre. Ein Elenhain, 5 Elenhaine, würde ich sagen. Will ich überhaupt? Nein, ach, brauche ich doch gar nicht. Ja, egal. Wir holen uns ein paar Eisen. Weil sie dann nur heilen braucht. Oder wir nehmen nur sie für die Zauber und machen wirklich Druiden. Das gefällt mir besser, weil ich mache lieber Schaden, als dass ich heile. Auch in meinem WoW so. Ich muss sagen, ich habe immer lieber Schaden gemacht, als geheilt. Will ich... Ich glaube, ich will auch ein paar Hüterinnen auf jeden Fall. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja. Genau.
Ah, Mann, diese Produktionsgeschwindigkeiten sind wunderbar. Das Bauwerk ist vollendet. 1, 2, 3, 4. Da passt natürlich jetzt keiner mehr rein. So sei es. Das ist ein Wunder. Ich glaube, ja, die Folge ist auch schon wieder lang genug. Ich erspare euch dann den Rest des Aufbaus und wir sehen uns dann. Das Bauwerk ist vollendet. In der Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Genau, das tun wir. Ja. Also, würde ich sagen, bis dann, man sieht sich und wir singen.